Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film der Familie Lucky. Wenn euch dieser Film gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden. Abonniert uns kostenlos und nun viel Spaß beim großen Polizei-, Feuerwehr- und Krankenwagen-Einsatz. Eure Lisa. Das ist aber Magic hier. Dip, 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 dip. Ich komme hier nicht mehr raus. Anton steckt fest. Oh nein, ausgerechnet dort, wo es so schlammig und tief ist. Anton, ich komm, ich werde dich befreien. Mama, Papa, bleibt ihr hier. Ich werde ihn retten. Ich bin viel leichter als ihr. Ich werde schon nicht einsacken. So, jetzt bin ich bei dir. Ich versuche jetzt, dich zu befreien. Aus dem Schlammloch. Papa, komm schnell. Du musst mir vom Rand aus helfen. Super, Lisa, das hast du toll gemacht. Gleich habe ich seine Hand. Ach, geschafft. Das war ganz schön knapp. Lisa hat dich gerettet. Komm zu uns, Lisa. Hilfe, jetzt stecke ich fest. Ich versinke immer tiefer. Papa, Papa, du musst mir irgendwie helfen. Ich versinke immer weiter im Schlamm. Lisa, halte durch. Ich rufe sofort die Feuerwehr an. Die müssen dich dort retten. Ja, aber beeilt euch. Ich habe keine Kraft mehr und von Minute zu Minute versinke ich immer tiefer. Schnell. Noch halte ich aus, aber holt bitte ganz schnell Hilfe. Ich würde ja zu dir kommen, aber ich bin schwerer als du und würde wahrscheinlich gleich ganz versinken. Mama holt nur schnell das Handy. Ja, in Ordnung. Ich halte durch. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Ja, hallo. Hier spielt Yvonne Lucky. Meine Tochter ist am Ende der Stadt im Schlammloch versunken. Schnell, wir brauchen Hilfe. Am besten noch die Polizei und einen Krankenwagen. Ja, in Ordnung. Wir kommen sofort zur Hilfe. Das Kind muss ruhig bleiben. Am besten nicht bewegen, damit es nicht noch weiter einsackt. Wir sind gleich bei Ihnen. Meine Kollegen werden die Polizei und den Krankenwagen alarmieren. Vielen lieben Dank. Bitte beeilen Sie sich. Danke. Schaut, die Polizei ist schon da. Das ging aber schnell. Halte aus, kleines Mädchen. Nicht bewegen. Wir werden dich gleich befreien. Ja, Lisa, bleibe ganz still. Es wird dir nichts passieren. Wir versuchen es mit der Rettungsstange. Ich hoffe, dass sie lang genug ist. Lisa, versuche die Stange zu halten. Einfach umfassen. Wir ziehen dich dann raus. Ich komme da nicht raus. Die ist zu kurz. Bitte helfen Sie mir. Ich habe hier noch eine zweite Rettungsstange. Sollte lang genug sein. Aber Achtung, die ist auch etwas schwerer. Okay, in Ordnung. Die ist lang genug. Dankeschön. Vorsichtig, die ist doch zu weit weg. Näher ran. So, Lisa, wir versuchen es nochmal. Kommst du ran? Ich hab sie, ich kann sie greifen, aber ich habe nur noch wenig Kraft in den Händen. Lisa, wir ziehen jetzt die Stange. Halte durch, dann schaffen wir das auch. Ich rutsche ein wenig ab, aber noch geht es. Ja, so funktioniert es. Lisa, Lisa, ist dir auch nichts passiert? Tut dir irgendwas weh? Hallo, Herr Doktor. Kommen Sie bitte schnell zu unserer Tochter. Hallo, Lisa. Ich werde dich hier vor Ort kurz abhören. Es hört sich alles ganz normal an. Ich kann nichts Ungewöhnliches feststellen. Zur Sicherheit nehmen wir sie aber noch ins Krankenhaus mit. Dort wird sie noch einmal gründlich untersucht werden. Cool. Ich war noch nie in einem Krankenwagen. Ich werde dich selbstverständlich ins Krankenhaus begleiten. Bitte, geh du schon einmal mit Anton nach Hause. Komm dann bitte anschließend beide gemeinsam zum Hospital. Ich verabschiede mich schon einmal. Damit ist unser Einsatz an dieser Stelle beendet. Lisa, alles Gute wünsche ich dir. Lisa, keine Angst, es wird schon alles wieder gut werden. Auf jeden Fall musst du dich noch gut waschen, sonst bekommen wir den ganzen Schmutz nicht mehr ab. So, jetzt noch schnell ins Krankenhaus. Übrigens war das eine coole Fahrt im Krankenwagen. Und dann nach Hause. Gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Ich wollte mich auch nochmal entschuldigen, dass so lange kein Film mehr kam. Aber jetzt ist er da. Tschüss, eure Lisa. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Playmobil Polizeivideo. Heute wird die Post überfallen. Eine mega spannende Geschichte. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keinen weiteren Film mehr. Viel Spaß beim Zuschauen. Heute war ganz schön viel los und es ist noch lange nicht Feierabend. Irgendwie muss ich sehen, dass ich das hier alles organisiere.
So viele Pakete und Briefe hatten wir schon lange nicht mehr. Was da wohl alles drin ist? Wenn nicht bald jemand vorbeikommt und die Pakete abholt, dann kommt hier bald niemand mehr durch. Hallo, könntet ihr jemanden bitte vorbeischicken, damit die Pakete abgeholt werden? Genau, heute war noch niemand da. Am besten kommt ihr mit dem großen Paketwagen. Ich hoffe, dass die Pakete alle reinpassen. Ach so, und dann haben wir noch Dutzend Kisten mit Briefen. Danke, bis gleich. Ich mache mich sofort auf den Weg. In circa 5 Minuten bin ich bei Ihnen. Wow, das hat sich aber gelohnt. Wüsste nicht, dass ihr schon mal so viele Pakete hattet. Ja, jetzt kurz vor Ostern verschicken viele ältere Leute Geschenke an ihre Enkelkinder. Und nicht zu vergessen, hier sind noch ganz viele Grußkarten zur Konfirmation und Kommunion drin. Das ist bestimmt einiges an Geld. Nanu, der DHL-Transporter steht vor der Tür. Und was sehe ich da? In der Post sind so viele Pakete. Die sind bestimmt ganz, ganz wertvoll. Wie mache ich das denn, dass ich die am besten mir irgendwie schnappen kann? Na, ich beobachte mal die Situation. Von weiter hinten überlege ich mir einen Plan. Puh, so viel Arbeit. Mal sehen, wie ich die alle unterbekommen werde. Nicht so viel auf einmal. Ich muss mehrmals gehen. Gut, dass der Transporter so viel Stauraum hat. Aber voll wird es trotzdem. So, noch dieser hier und dann haben wir die Pakete verstaut. Nicht, dass die Briefe noch vom Wind weggeweht werden. Gut, die Klappe ist zu und ich muss mich schon wieder auf den Weg machen. Das Verteilzentrum ist ja nicht so weit entfernt. Auf geht's. Eine Tour noch und dann ist Feierabend. So leg ich sie rein. Ich hab mich verkleidet als falscher Polizist. Halt, stehen bleiben. Hier spricht die Polizei. Bitte sofort anhalten. Bitte aussteigen. Wir haben gehört, dass sich Diebe in Ihrem Transporter verstecken. Bitte öffnen Sie den Transporter, aber ganz schnell. Hey, Sie sind ja gar kein echter Polizist. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe und tun mir nichts. Ihnen wird nichts passieren, wenn Sie mir die Schlüssel überlassen. Also schnell her damit. Ich muss schnell die Polizei anrufen. Die müssen eine Straßensperre einrichten. Jungs, alle auf Position. Der DHL-Transporter muss hier durch. Denn in die andere Richtung ist eine große Baustelle. Da kann er nicht langfahren. Also, alle auf ihre Position. Ich sag gleich Bescheid, wenn wir den DHL-Transporter sehen. Im Notfall auf die Reifen schießen. Aber oberste Priorität ist eure Sicherheit. Mist, von der großen Baustelle wusste ich ja gar nichts. Jetzt muss ich hier wieder an der Post vorbei. Der Transporter wurde in Höhe der Post gesichtet. Also, auf die Position, gleich ist er da. Genau vor uns, also, alle Acht geben. Hier spricht die Polizei, kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Transporter raus. Sie sind verhaftet. Sie haben keine Chance zu entfliehen, also kommen Sie ganz schnell raus mit erhobenen Händen. Oh Mann, das ging aber richtig schief. So viele Polizisten hier. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Sie werden beschuldigt, den Transporter geklaut zu haben. Wir werden Ihnen jetzt Handschellen anlegen, also ganz, ganz ruhig. Wir werden Sie unverzüglich dem Haftrichter vorführen. Steigen Sie ein in den Helikopter. Ja, ist gut, aber passen Sie auf Ihren Hund auf. Ja, okay, Bello, bei Fuß. Aber jetzt einsteigen, ganz, ganz schnell. Mit einem Hubschrauber bin ich ja noch nie geflogen. Aber dafür geht's in den Knast. Ihr Lieben, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Dann liked dieses Video und abonniert unseren Kanal. Demnächst wieder neue Filme. Viel Spaß, eure Playmobil-Polizei.